Nie wieder Kohle benutzen, nie wieder Limitierung durch die Kohle, weniger Kohlenmonoxid und vieles mehr verspricht der Nevo HMD. Ein E-HMD aus dem Hause Aeon, den man für 250 Euro vorbestellen konnte, den ich schon in verschiedenen Prototypphasen kennengelernt habe. Und jetzt ist er endlich da. Auch die ersten Vorbesteller haben ihren Nevo bekommen und auch jetzt kann man ihn noch für 250 Euro kaufen. Was das Ding kann, ob er wirklich komplett Kohle ersetzt oder ob es am Ende vielleicht doch nur viel heiße Luft um ein wildes Thema ist, das finden wir jetzt heraus. Und dafür gucken wir uns den als erstes mal an. Und in dem Karton kommt auch erstmal gar nicht so viel. Wir kriegen einmal natürlich den Nevo HMD, wir kriegen ein Laptop Powerbrick mit dem typischen Anschluss, der eben an den Nevo muss. Und außerhalb vom Paket, passt auf, falls ihr den Karton wegwerft, liegt noch ein Stromkabel. Das gibt es in verschiedenen Varianten, bei uns natürlich mit dem EU-Stecker, aber für andere Märkte gibt es den natürlich auch noch mit anderen Steckern. Deswegen haben die sich das einfach gemacht und das nicht mit in diesen Karton, sondern extra in den Umkarton gepackt. Und viel machen müssen wir eigentlich auch nicht. Einmal das Stromkabel hier ans Powerbrick und dann, wenn ihr ready seid, könnt ihr noch dieses Kabel hier in den Nevo einstecken und schon hat er Strom. Ich würde sagen, wir bauen direkt mal Köpfe und da werden wir auch ein bisschen rumexperimentieren. Weil es ist leider nicht so einfach, dass ihr einen Kopf wie normal baut und dann den Nevo draufpackt und es funktioniert tadellos, genauso wie wir das mit Kohle gewohnt sind. Man muss schon gewisse Abstriche machen und man muss schon gewisse Optimierungen beim Kopfbau vornehmen, damit das Ganze bestmöglich läuft. Wir bauen erstmal die Köpfe, wir machen uns eine Pfeife an und dann reden wir darüber, während wir auch ein Köpfchen rauchen. Damit wir den Nevo gescheit testen können, müssen wir aber natürlich erstmal Köpfe bauen. Ich werde hier übrigens nur Funnel bauen. Mehrloch funktioniert meiner Meinung nach leider gar nicht. Wir werden zwei verschiedene Setups bauen. Einmal so, wie ich normal gerne rauchen würde, das heißt etwas mehr Kontakt. Und einmal im selben Kopf, also wieder im Vandenberg V1, mit etwas weniger Kontakt, sprich ganz leichter Noppenkontakt oder sogar auf Abstand. Und genau das werden wir jetzt einmal machen. Ich baue mir in beiden Köpfen eine Mischung aus Must Have Blary und Fuck Your Life Zitrone Minze. Das ist eine Mischung, die ich schon hunderte Male geraucht habe und dementsprechend da auch gut was zu sagen kann, wie das Ganze schmeckt, raucht und sich sonst so beim Rauchen verhält. Wir werden beides ungefähr 50-50 bauen in beiden Köpfen. In den einen machen wir, wie gesagt, so wie ich normal rauchen würde, Tabak rein. Im Vandenberg sollte das so irgendwas um die 20 Gramm sein, sage ich mal. Eine kleine Gabel Blary noch. Und der Rest wird jetzt noch mit Zitrone und Minze voll gemacht. Wir sind erstmal bei 13 Gramm und damit jetzt noch die zweite Hälfte des Köpfchens voll machen. So, wir sind ganz knapp über meiner Schätzung. Wir sind auf 20,7. 20 hätte ich gedacht, baue ich so ungefähr im Vandenberg V1. Das ist eine gute Tabakmenge, wie ich finde. Und wenn ich mit einem normalen HMD und mit Kohle rauchen würde, wäre das auch wahrscheinlich genau, was ich mir ins Köpfchen machen würde. Jetzt verteilen wir dann noch ein kleines bisschen. Ah, ist vielleicht ein bisschen mehr Dark Blend geworden als Virginia, aber das stört uns jetzt erstmal nicht. So, wenn wir die Ränder halbwegs sauber gemacht haben, gucken wir, dass alles ungefähr gleich hoch liegt. Und beim Vandenberg V1 lasse ich gerne außen noch so ein kleines bisschen Gap. Und genauso jetzt mit einem HMD drauf würde ich diesen Kopf absolut feiern, bin ich mir sicher. Nur um euch einmal zu zeigen, wie das Ganze vom Kontakt-Setup wäre, wenn ich hier einen Onmode drauflege, sehen wir, der hat Vollkontakt, ja, das heißt, der HMD berührt nicht den Kopf, aber er liegt komplett auf dem Tabak. Das ist Vollkontakt. Mal gucken, wie sich das Ganze mit dem Nevo schlagen wird. 20,3 Gramm Tabak haben wir übrigens drin. So, das ist unser erstes Testköpfchen. Jetzt unser zweites Testköpfchen. Den hätte man auf jeden Fall schöner sauber machen können hier. Und Köpfchen Nummer 2, was wir bauen, bauen wir wie gesagt mit ein bisschen mehr Abstand. Das heißt, wir sollten so ungefähr auf 18 Gramm Tabak gehen, die wir in den Vandenberg reinschaufeln. Wieder ungefähr eine Hälfte Must-Have. So, das sollte ungefähr dasselbe Mischverhältnis sein wie beim anderen. Und auf der anderen Seite wieder Zitrone Minze. Ah, wir sind sogar bei 19,6. Sieht aber an der Stelle tatsächlich deutlich weniger aus, als ein Gramm vermuten lassen würde. Wir verteilen das Ganze mal und gucken. Zur Not, wenn ich merke, der hat immer noch zu viel Kontakt, kann man ja nochmal ein kleines bisschen Tabak rausnehmen. Und genau das machen wir jetzt einmal. Das heißt, wie auch beim letzten Köpfchen, gehen wir einmal außen am Rand entlang, einmal innen am Rand entlang und verteilen den Tabak, sodass er überall gleichmäßig liegt. So, und dann ist unser Köpfchen fertig. Wir gehen nochmal über den Rand, dann sehen wir, was wir wirklich an Tabak im Depot haben. Und den Tabak, der durchgefallen ist, der muss natürlich auch noch weg. Und dann kommen wir trotzdem auf 19,1 Gramm. Das heißt ungefähr 1,5 Gramm weniger als beim Vollkontaktköpfchen, nur um euch das einmal zu zeigen. Der sitzt jetzt komplett auf dem Kopf. Das heißt, hier ist keine Gap außenrum, die zwischen HMD und Kopf ist. Ein bisschen Kontakt haben wir, ne? Aber nur ganz, ganz leichten Kontakt. Und ja, jetzt testen wir das gerne. Und als erstes nehmen wir uns hier unseren Vollkontaktkopf, schnappen uns unsere Pfeife, Köpfchen einmal drauf. Ich habe das meistens so gemacht, dass ich erstmal den Nevo austariere. Da muss man immer von unten ein kleines bisschen gucken, dass man da perfekt drauf ist. Dann nimmt man sich noch das Stromkabel, steckt das noch rein. So, guckt, dass man hier oben nichts
verschoben hat und dass der HMD immer noch wunderbar sitzt. Kann man das Kabel versuchen, noch so ein bisschen zu Cable managen und dann schalten wir das Gerät einfach mit einem Druck auf den mittleren Knopf hier oben ein. Das ist durch die Kamera ziemlich schwer, aber so funktioniert das Ganze. Und dann starten erstmal 9 Minuten Warm-Up-Time. Auf der einen Seite sind die 9 Minuten Warm-Up, finde ich, nicht so schlimm. Man kann ja irgendwas anderes dabei machen. Man könnte auch argumentieren, naja, aber einen Kopf bauen und Kohle legen, das dauert ja auch seine Zeit. Ist richtig, aber der Vorteil beim Kohlelegen ist, man legt erst die Kohle und baut dann den Kopf. Und den Vorteil gibt es hier nicht, weil der Kopf muss schon fertig sein. Wobei ich es auch oft so gemacht habe, dass ich den Nevo noch gar nicht auf dem Kopf hatte beim Aufheizen. Das heißt, ich stelle den auf Heating, lege den so vor mich auf den Tisch, gehe meinen Kopf bauen und in der Zeit ist der auch noch nicht so heiß, dass das irgendwie anbrennt. Ihr müsst natürlich aufpassen, wo ihr den drauflegt. Das ist keine Empfehlung von mir. Ich sage nur, ich, kleiner Dummkopf, habe das so gemacht und mir ist auch nichts passiert. Muss nicht heißen, dass euch nichts passiert. Man könnte den auch so vorheizen lassen, während man noch schnell ein Köpfchen baut. Wenn ihr allerdings lange für einen Kopfbau braucht, ist das wahrscheinlich auch nicht so empfehlenswert. War aber bei mir nie ein großes Problem, bei mir hat das ganz gut funktioniert. So, dann packen wir den mal wieder da oben drauf, stellen die Pfeife hier ein bisschen zur Seite, schnappen uns noch einen Schlauch und warten mal ab. 9 Minuten eben, ne? So, die 9 Minuten doof nebendran sitzen und warten, dass sich da was tut, habe ich euch jetzt mal erspart. Die sind rum. Man merkt das einfach daran, dass das Display von Heating auf 3 switcht. 3 ist übrigens auch die Default-Stufe. Das heißt, immer wenn man nichts verändert, ist man automatisch auf Stufe 3. Es geht übrigens von Stufe 1 bis Stufe 5 und dann gibt es noch die Hold-Stufe. Die Hold-Stufe ist übrigens dafür gedacht, falls ihr irgendwie mal auf Toilette müsst oder es klingelt an der Tür und ihr müsst kurz weg, dann könnt ihr den Nevo einfach auf Hold stellen und Hold ist nochmal ein ganzes Stückchen unter Stufe 1. Das heißt, wenig Hitze, aber auch nicht alles abkühlen lassen, sodass es sich neu aufheizen muss. Einfach kurz Pause gedrückt beim Köpfchen. Und dann kann es weitergehen. Und wenn ihr wieder da seid, dann geht ihr wieder auf Stufe 2, 3, 4, 5, wo ihr eben hin wollt. Und dann kann es weitergehen. So, Stufe 3 läuft bei mir jetzt mittlerweile schon seit einer guten Viertelstunde. Ich habe ein paar Mal gezogen und zeige euch einfach mal die Rauchentwicklung. Die ist nicht übel und die wird meiner Erfahrung nach noch besser. In der Regel oder der Erfahrung nach waren meine Köpfe mit dem Nevo immer erst so nach guten 15 bis sogar 20 Minuten richtig am Start. Nicht nur der Nevo muss sich aufheizen, sondern natürlich auch der ganze Kopf muss sich aufheizen. Und das dauert eben seine Zeit. Das geht mit Kohle ein kleines bisschen schneller. Aber in der Realität vom Zeitpunkt, wo man Kohle anmachen würde, bis zum Zeitpunkt, wo der Kopf richtig an ist, wären es auch 20 Minuten. Fairerweise muss man aber natürlich sagen, ab dem Zeitpunkt, wo man die Kohle in den HMD legt, ist der Kopf innerhalb von 5 bis 10 Minuten richtig an. Bei einem Mehrloch kann das natürlich länger dauern. Übrigens, wie schon beim Kopfbau gesagt, Mehrloch ist halt gar nichts mit dem Nevo. Habe ich 2-3 Mal probiert, ist komplett in die Hose gegangen. Das heißt, wenn ihr Mehrlochkopfraucher seid, Finger weglassen. Funnelraucher? Na, gucken wir mal weiter. Zwischendrin einmal noch die Bitte, Freunde, falls ihr das Ganze hier unterstützen wollt und die Arbeit wertschätzt, lasst mir doch sehr, sehr gerne mal ein Abo da. Ihr seht, das wird immer noch Stückchen für Stückchen mehr. Und bevor wir jetzt weiter auf den Rauch eingehen, will ich erstmal auf den Geschmack eingehen. Es ist schier unglaublich, wie heftig man die Kohle normal bei Köpfen rausschmeckt. Man realisiert es nicht, bis zu dem Moment, wo man einmal einen Kopf mit dem Nevo HMD raucht. Es ist, als ob auf dem Geschmackssinn dauerhaft ein Tuch liegen würde, das sich auf einmal lüften würde und man hat den tatsächlichen Geschmack vom Tabak. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, das ist was komplett anderes. Das ist wirklich geisteskrank, wie heftig man die Kohle nochmal rausschmeckt und wie heftig intensiv und authentisch das dann auf einmal schmeckt, wenn man mit dem Nevo raucht. Und das sogar, wenn noch gar nicht viel Rauch kommt. Der Geschmack ist geisteskrank. Und man kann es nicht erklären, außer mit dieser kurzen Tuchgeschichte. Man muss es probiert haben. Also falls ihr irgendeinen Kumpel habt, irgendeinen Bekannten habt, der sich das Ding geholt hat, für 250 Euro in den Vorbestellungen, versucht den schnellstmöglich zu besuchen und probiert das. Weil allein das ist es schon absolut wert. Jetzt haben wir über den Geschmack schon kurz geredet. Gucken wir mal, was der Rauch noch so macht bei den Setups. Ihr seht, das wird immer noch nach und nach ein bisschen mehr. Geschmack ist wie gesagt astrein. Ich melde mich gleich nochmal in 10 Minuten zurück und rauche derweil das Köpfchen noch ein bisschen. So, es sind nochmal gute 10 Minuten umgegangen. Ich zeige euch nochmal die Rauchentwicklung, wie es mittlerweile aussieht.
Und das ist schon eine gute Rauchentwicklung. Das ist aber bei weitem nicht das, was ich mit einem Vollkontakt mit Kohle hinkriegen würde. Vielleicht müssen wir aber auch einfach unsere Erwartungen ein kleines bisschen runterschrauben und nicht erwarten, dass die erste Generation an eHMDs, die auf den Markt kommt, auch genauso viel Rauch wie Kohle produziert. Natürlich wäre das perfekt. Also unsere Utopie wäre ja, wir benutzen genau dasselbe wie immer. Wir nehmen denselben Tabak, wir bauen genauso hoch, wir nehmen dieselben Pfeifen, wir setzen den Nevo oben drauf und bumm, es funktioniert. Wir haben denselben Rauch, wir haben noch besseren Geschmack, wir haben weniger Kohlenmonoxid im Raum. Das wäre natürlich absolut perfekt. Bei der ersten Produktgeneration vielleicht aber etwas zu hohe Erwartungen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal auf Stufe 4, gucken mal, ob uns der Tabak so anbrennt in einem Vollkontakt-Setup oder ob wir einfach nur noch mehr Rauch haben. Einmal den Knopf gedrückt, Stufe 4 ist an. Wir gehen hoch mit der Temperatur. Und das sieht schon decent aus. Also da kann man sich nicht beschweren. Geschmack ist immer noch astrein und Rauch ist okay. Was natürlich auch noch ein genialer Punkt ist beim Nevo HMD. Für mich, wo ich viel am PC zu Hause oder hier im Büro arbeite und nebenbei Pfeife rauchen kann, es ist unglaublich, wie geil es ist, dass du dir dieses Ding anmachst. Du stellst das neben dich auf den Schreibtisch, du musst nicht einmal Kohle abklopfen, es fängt schon an, du machst gar keine Kohle an, es stinkt nirgendwo für die anderen Leute, die irgendwo in der Umgebung sind. Du musst keine Kohle abklopfen, du musst keine wenden, du musst keine dazu packen und das ist auch nicht nach einer Stunde oder anderthalb einfach vorbei. Das geht weiter und weiter und weiter, so lang, bis dein Tabak sagt, Bruder, jetzt ist vorbei. Ich höre auch langsam, wie der Tabak anfängt zu kochen. Vielleicht Stufe 4 zu viel für Vollkontakt. Moin, Meister. Also Stufe 4 wird gerade einfach nur noch unangenehm in der Lunge. Der Geschmack wird übertrieben anstrengend. Also man merkt, dass die Aromen jetzt drüber sind. Das ist gerade zu viel Hitze für die Aromen. Und das ist auch genau die Erfahrung, die ich gemacht habe mit Vollkontakt-Setups. Auf Stufe 3 geht es ganz gut. Sobald du auf Stufe 4 hochgehst, ist aber vorbei. Ist mir aber ehrlich gesagt so rum tatsächlich lieber. Also am liebsten wäre es mir natürlich, wenn ich auf Stufe 5 gehen kann und das Ding ballert wie sonst was. Aber es ist gut, wenn es eine zu hohe Stufe gibt. Weil wenn wir das Problem hätten, dass wir auf Stufe 5 rauchen und nicht genug kommen würde, das wäre sehr belastend. Weil wenn das Ding einfach nicht genug Power hätte, um den Kopf anzuheizen, das wäre scheiße. Aber wenn das so funktioniert, dass wir eine zu hohe Stufe haben, dann pegeln wir uns auf die Stufe ein, die geht und genießen so unser Köpfchen. Etwas mehr Rauch wäre an der Stelle natürlich noch geil, aber so ist das. Alright, ich würde sagen, genug für das Köpfchen, das kann ich jetzt an der Stelle eh nicht mehr weiter rauchen. Übrigens, wenn man es einmal übertrieben hat, ist es sehr schwer mit dem Nevo einen Kopf nochmal zu retten. Also testet das vorsichtig an, ob es zu viel Hitze ist. Und jetzt noch ein wichtiger Punkt, die Reinigung von dem Nevo. Ich hatte wirklich gedacht, wenn da unten die Bodenplatte nicht austauschbar ist, dass das sehr, sehr stressig wird mit der Reinigung. Aber dadurch, dass wir hier einen abgewandelten Edelstahl-HMD verbaut haben, geht der Tabak unten relativ easy ab. Ich persönlich mache das so, ich nehme den Nevo runter, also erstmal ziehe ich das Kabel, lasse den ein bisschen abkühlen. Dann nehme ich ihn mit in die Küche und lasse ihn komplett abkühlen. Dann kratze ich mit einer Tabak, während ich den Nevo über das Spülbecken halte, unten den Tabak ab. Meistens gehe ich dann einfach noch mal kurz mit einer Drahtbürste drüber und das reicht schon. Dann ist der sauber genug, um den wieder zu verwenden, meiner Meinung nach. Ich blende euch nochmal ein, wie meiner normal vor der Benutzung aussieht. Wenn einem das allerdings nicht reicht, dann soll einmal ein Reinigungskit von Nevo kommen. Aber man kann das auch ohne das Reinigungskit machen. Das Reinigungskit wird praktisch nur eine Art Form, wo man den Nevo reinstecken kann, sodass er perfekt auf einem feuchten Tuch liegt. Das kannst du aber auch ganz einfach in der Küche machen. Machst dir den Zewa ein bisschen nass, legst den Nevo so drauf, dass die Fläche unten komplett drauf liegt und dann lässt du den einfach so ein paar Stunden liegen. Unter das Wasser darf er natürlich nicht, ich möchte das einmal dazu sagen, aber dass man Elektroteile nicht unter fließendes Wasser hält. Ich hoffe, das war jedem klar. Das heißt, entweder über Nacht oder über ein paar Stunden auf ein feuchtes Tuch, dann nochmal mit einer Drahtbürste drüber oder einfach so nach dem Abkratzen vom Tabak mit einer Drahtbürste drüber und das war bei mir auch okay. Long story short, Reinigung habe ich mir deutlich stressiger vorgestellt dafür, dass man die Bodenplatte nicht austauschen kann und im Endeffekt hat es mich jetzt nicht großartig gejuckt. Das einzige kleine Problem, du kannst nicht Köpfchen nach Köpfchen nach Köpfchen einfach mit dem Nevo ballern. Du musst ihn schon einmal abkühlen lassen, damit du ihn sauber machen kannst. Außer du rauchst einfach auf Abstand. Und wenn man damit keine Probleme hat, dann hat man natürlich auch keine Probleme mit der Säuberung. So, unser erstes Köpfchen wurde in die Küche gebracht. Jetzt nehmen wir unser Köpfchen mit Abstandssetup.
Der Nevo heizt auch schon auf, den legen wir einmal drauf. Dann warten wir wieder 9 Minuten und dann kann es weitergehen. Übrigens sei nochmal erwähnt, je nachdem, wie groß eure Pfeife bzw. eher wie groß euer Kopf ist, könnt ihr hier natürlich Probleme mit diesem Kabel bekommen. Solange ihr einen großen Kopf nehmt, hat es bei mir keine Probleme gemacht. Wenn ihr aber zum Beispiel versucht, mit einem Lowload oder sowas zu rauchen, müsstet ihr theoretisch den Kohleteller abschrauben. Sieht komisch aus, ist auch komisch, aber theoretisch erfüllt der Kohleteller ja keinen Zweck mehr. Eigentlich kann er weg. Ja, dann warten wir mal. Mit diesem Köpfchen werden wir jetzt auch gleich noch einen anderen Test machen. Und zwar habe ich hier noch eine Viro One. Warum auch immer soll auf kleinen Pfeifen die Rauchentwicklung mit dem Nevo besser sein. In unserer klassischen Shisha-Lehre haben wir eigentlich immer gesagt, die Pfeife macht keinen Unterschied bei der Rauchentwicklung. Theoretisch verfliegt auf dem Weg natürlich der Rauch, so wie er auch im Raum verfliegt. Deshalb könnten kleine Pfeifen natürlich etwas besser sein, aber es macht schon einen größeren Unterschied, als man denkt. Das werden wir jetzt einfach nochmal testen, damit ich euch das auch gezeigt habe. Wir rauchen den Kopf normal hier auf der Flashbang und dann auf der One. Gucken wir mal. Schauen wir mal, was wird. So, jetzt haben wir noch den Kopf mit dem Abstandssetup. Ich habe euch das ganze Anrauchen mal erspart und zeige euch einfach jetzt nach guten 15-20 Minuten einmal die Rauchentwicklung. Auch absolut in Ordnung, aber again, nicht so viel wie mit Kohle. Geschmack ist trotzdem geisteskrank. Wirklich, in dem Moment, wo man zieht und anfängt auszupusten und man noch nicht den Rauch sieht, denkt man sich, heilige Scheiße, muss da jetzt eine Wolke kommen, weil der Geschmack so intensiv ist, dann kommt nicht so viel. Also es heißt nicht so viel, es ist okay. Es ist okay. Es ist besser als 95% aller Shisha-Bars in Deutschland. No front. So, guckt euch die Rauchentwicklung jetzt nochmal gut an. Wir gehen jetzt nämlich auf die Viro One. So, alles umgezogen auf die Viro One. What the fuck? What the actual fuck? Warum macht das so einen geisteskranken Unterschied, Digga? Abstand. Stufe 3. Also ich bin absolut sprachlos. Wir haben das schon mal im Stream probiert und ich wollte nicht glauben, dass es so einen Unterschied macht. Ich kann auch nochmal in einem Zug, ohne einen Cut zu setzen, kann ich hier auch nochmal umziehen. Das ist 1:1 derselbe Kopf. Ich setze keinen einzigen Cut. Ich stecke das Köpfchen um, schließe meinen Schlauchanschluss an die Flashbang an und ziehe an der Flashbang. What? Wir gehen nochmal zurück, ohne einen Cut zu setzen. Nehme den Kopf hier ab, stecke den hier drauf, mache meinen Schlauch ab, stecke den an die Viro One. Ich kann auch nochmal das Ganze so hinstellen, dass sie mir das glaubt. So. Ihr seht den kompletten Schlauch. Ich bin einfach nur in der Viro One. Und es ist auf einmal doppelt so viel Rauch. Wie? Warum? Und das auch von der Rauchmenge steht einem anderen Kopf mit Kohle und normalem HMD in nichts nach, Digga. Was zum Teufel? Warum macht die Größe... Und ich meine, die Flashbang ist nicht groß, Digga. Die ist nicht groß. Warum macht das so einen geisteskranken Unterschied? Ist krank. Es könnte natürlich auch für viele ein Grund sein, sich den Nevo zu holen, um Geld zu sparen. Kohle ist ja nicht super günstig, wenn auch eher ein günstiger Komponent, wenn wir Pfeife rauchen wollen. Und deshalb ist natürlich noch der Stromverbrauch wichtig. Und da geht ein dicker Kuss an den Marc raus. Der hat das Ganze nämlich mal für mich mit einer Steckdose, die das kann, gemessen. Und da sind wir zu folgenden Ergebnissen gekommen. Beziehungsweise der Marc, und ich erzähle es euch einfach nur weiter. Bei Heating verbraucht der Nevo 135 Watt. Auf Stufe 1 sind es 89 bis 92 Watt. Stufe 2 sind 99 bis 103 Watt. Stufe 3 sind 109 bis 112 Watt. Stufe 4 schwankt zwischen 110 und sogar 120. Und auf Stufe 5 sind es 118 bis 125 Watt.
Und während man die Stufe wechselt, nimmt er sich sogar alles, was er kann. Und das sind bei 19 Volt und 9,5 Ampere 180 Watt. Also beim normalen Rauchen kann man sagen, dass man im Schnitt wahrscheinlich nicht mal auf die 150 Watt kommt. Und das würde bedeuten, dass man 6,6 Stunden rauchen muss, um eine Kilowattstunde zu verbrauchen. Und die sollte irgendwas zwischen 35 und 55 Cent kosten, je nachdem wann und wo, vielleicht auch ein bisschen mehr oder weniger. Das heißt, mit dem Nevo zu rauchen verbraucht weniger Strom als Kohle anmachen und das, obwohl wir dann nicht mal mehr Kohle verbrauchen. Ist also günstiger. Man würde allerdings schon ein bisschen Zeit brauchen, um die 250 Euro, die der Nevo kostet, da wieder rauszuholen. Also meine Empfehlung: wenig Kontakt, fluffig bauen und die kleinste Pfeife nehmen, die ihr habt. Im Optimalfall, Digga, wenn du bereit bist, 250 Euro für den Nevo auszugeben, leg 70 drauf und hol dir noch eine Viral One. Weil warum auch immer, das ist geisteskrank. Und wenn ihr mit all diesen Einschränkungen leben könnt, was heißt all diesen Einschränkungen? Nimm eine kleine Pfeife, bau ein bisschen anders und tada. Wenn ihr damit leben könnt, für 250 Euro, und ich verstehe, dass 250 Euro nicht wenig Geld ist, aber für einen der ersten EHMDs, die auf den deutschen Markt kommen, mit einer gescheiten Qualität, den man auf allen Köpfen benutzen kann. Falls ihr einen Nevo habt, schreibt mir gerne mal unten in die Kommentare, was eure ersten Eindrücke sind, wie ihr baut, welcher Kopf, welche Pfeife ihr nehmt und ob ihr meine Erfahrungen hier auch teilen könnt. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, ein Abo wäre super nice. Und dann bis zum nächsten Mal.